Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mein Abstimmungsverhalten zum Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen für meine Fraktion wie folgt erklären. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Paket umfasst gut 20 Milliarden Euro für die nächsten 4 Jahre. Integrationspauschale 3 mal 2 Milliarden Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind keine verbesserten Steuereinnahmen. Und ich erkläre für meine Fraktion, dass wir schon erwarten, dort, wo es keine Spitzabrechnung bei den Flüchtlingskosten zwischen Bund und Ländern gibt, dass diese 2 Milliarden auch dazu dienen, dass die Kommunen vor Ort entlastet werden. Wenn ich mir die Debatte in dieser Woche anhöre, dann habe ich den Eindruck, dass der Bund die Finanzverantwortung für die Kommunen trägt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 28 Grundgesetz tragen die Länder die Finanzverantwortung für die Kommunen. Inhalt ist die Spitzabrechnung. Dieses Jahr im Jahr 2016 2,6 Milliarden. Für nächstes Jahr ein Abschlag von 1,2 Milliarden und insgesamt die Übernahmekosten der Unterkunft für berechtigte, asylberechtigte Flüchtlinge von 2,6 Milliarden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich dann heute ein Interview lese in der Ostsee-Zeitung, wann da der Kämmerer aus Oberhausen zu Wort kommt, Herr Apostolos Zalastras, SPD-Mitglied, der sich darüber beklagt, dass der Bund, Stichwort Flüchtlingskosten, Stichwort Grundsicherung im Alter, Stichwort Unterhaltsvorschuss, keine Kosten für die Kommunen trägt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer so argumentiert wie dieser Kämmerer, da muss ich annehmen, dass in Nordrhein-Westfalen die Gelder nicht durchgereicht werden. Wahrheit ist nein. Wisst ihr, warum ich das sage und warum ich das anführe? Wir reden über Folgendes. Wir reden unter anderem darüber, dass in dieser Legislaturperiode, Sigmar Gabriel hat heute Morgen gesagt, 70 Milliarden Euro Entlastung für Länder und Kommunen auf dem Tisch liegen. Meine Berechnungen sind bei 90 Milliarden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wer wie dieser Kämmerer so tut, als ob der Bund die Kommunen im Regen stehen lässt, der nährt Verdruss vor Ort, und das entspricht auch nicht den Tatsachen. Und mit in diesem Gesetz, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das 5-Milliarden-Paket für das Jahr 2018 zur Entlastung der Kommunen. Jetzt haben sich die Länder da 1 Milliarde abgezwackt, und Thomas Oppermann hat gestern gesagt, er hätte den Krieg mit den Ländern aufgenommen. Es gibt dabei nur ein Problem, das ist zustimmungspflichtig. Und ich habe der SPD gesagt, wenn Sie mir die Unterschriften der SPD-Ministerpräsidenten geben, dass die 1 Milliarde wieder zu den Kommunen zurückkommen, habe ich nichts dagegen. Die Unterschriften habe ich nicht bekommen. Und ein zweiter Punkt zu diesem 5-Milliarden-Paket. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bundesarbeitsministerin sitzt hier mit im Raum. Ich rate jedem, der leichtfertig in die Bundesauftragsverwaltung gehen will, indem wir mehr als 50% der Kosten der Unterkunft übernehmen, sich mit ihr mal zu unterhalten, was das für Folgen hat. Und wir sind aktuell bei 1,24 Milliarden Kosten der Unterkunft, und der Umsatzsteueranteil ist 2,76 Milliarden. Mir wäre auch eine andere Verteilung als über die Umsatzsteuer lieber. Nur, ich muss natürlich dann wissen, bevor ich solch eine Verteilung vornehme, muss ich ans Grundgesetz rangehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist keine triviale Geschichte. Letzte Bemerkung an der Stelle. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden jetzt das 3,5-Milliarden-Programm noch debattieren müssen. Wir haben die Grundsicherung im Alter komplett übernommen, 3,5 Milliarden kommunales Investitionsprogramm. Davon sind nicht mal 50 Millionen bis zum heutigen Tag abgeflossen, um 2 Jahre verlängert. Die 780 Millionen für Investitionen bei Kindergärten um 1 Jahr verlängert, Abfluss auch sehr mangelhaft und so weiter und so fort. Die pauschale Entlastung der Kommunen in den Jahren 16, 17 und 18 beträgt 8,5 Milliarden Euro. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wenn man hier anfängt,
darüber zu reden, der Bund tut hier nichts, der Bund tut da nichts, dann kann ich Ihnen sagen, die 7 Milliarden Grundsicherung im Alter, die Kommunalentlastung, dafür hätte man Schwimmhallen sanieren können, Schulen sanieren können, Kindergärten sanieren können. Der Bund hat noch nie so viel getan wie in dieser Legislaturperiode für Länder und Kommunen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Jetzt hat die Kollegin Sevin Dadelen das Wort.